Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Hey, ihr zwei. Hey, das ist der Bunkel. Ja, Mann. Was treibt ihr denn da mit Petiza und den anderen? Scheint ja sehr interessant zu sein. Wahrscheinlich hat es nichts mit mir zu tun, aber... Egal, ich habe euch wegen etwas anderem gerufen. Es war nur ein Ende. Es geht um meinen Laden. Die Glibunkel-Tauschbörse hat wieder geöffnet. Die Glibunkel-Tauschbörse? Richtig gehört. Ich habe endlich meinen Tauschkessel repariert und kann wieder ins Geschäft einsteigen. Werft bestimmte Arten von Items in den Tauschkessel und bekommt dann dafür ein Item, das ein anderes Pokémon aus der Gegend im Schatzstadt zum Tauschgang geboten hat. Einige Pokémon hier bieten ziemlich seltene Items zum Tausch an. Mit etwas Glück erwischt ihr also ein richtiges tolles Item. Kapiert? Wenn euch also mal nach einem Tauschgeschäft ist, kommt zu mir, alles klar? Okay. Haben wir vielleicht ein Item, was wir reinspeisen können? Ja, Liste zeigen. Wessen Liste exklusiver Items möchtet ihr ansehen? Okay. Ich würde sagen, wir schmeißen mal irgendwas rein. Ah, wir haben nichts. Ah, okay. Man braucht also solche Items, um die reinzuschmeißen. Okay, merke ich mir natürlich. Wir wollen wieder in die Wasserfallhöhle. Ich weiß, viel zu viel Wasserfallhöhle. Aber, gibt kein was. Oh Mann. 4, 7, 8 und irgendetwas, okay. Wir gucken uns trotzdem mal hier die Mission an, vielleicht ist da was Judes bei. Nee, nicht unbedingt. Ja, wir wollen nämlich immer noch ein verdammtes Quapsil im Team haben. Ich will ein Quapsil. Zumindest vorerst, bis wir überhaupt die Möglichkeit... Okay, wir können uns nicht bewegen. Huch, da ist jemand am Eingang des Cafés. Was wohl los ist? Hey, was ist los? Ist etwas los? Etwas beim Café? Juhu, anscheinend gibt es tolle Neuigkeiten für alle Kunden. Was denn für tolle Neuigkeiten? Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ich werde es herausfinden. Warte, ich komme mit. Ich habe da keinen Bock eigentlich reinzugehen. Tolle Neuigkeiten also. Hey Doki, wir sollten auch nachsehen. Och, dein Ernst? Wir gehen automatisch rein. Oh. Ich will nicht. Wow, ganz schön viel los. Hier habe ich den nochmal gesprochen. Ich grüße euch alle zusammen. Erst einmal danke, dass ihr euch die Zeit für diese Ansprache genommen habt. Okay. Heute möchte ich euch einige wundervolle Neuigkeiten über das Hoffen und Träumen mitteilen. Yeah, krass, yeah. Dank eurer regen Unterstützung läuft dieses KW recht erfolgreich. Ach, so habe ich ihn gesprochen, ne? So mit voller Elan und so. Wir dürfen uns über eine aktive Kundschaft freuen. Und der Stolz dieses Cafés, der Wiederverwertungsladen, ist nun bereit und hat dank euch bereits viele Items auf Lager. Wir möchten euch für eure Unterstützung ganz herzlich danken. Und zwar, indem wir ab sofort einen neuen Service anbieten. Wir nennen ihn Project B. A Project P? Was ist das? Dieses Projekt soll die Items des Wiederverwertungsladens dazu verwenden, den bisher unerforschten Gebiete zu erkunden. Lasst es mich erklären. Okay. Zurzeit tauscht ihr im Wiederverwertungsladen einige eurer Items gegen eines der Items des Ladens. Da der Wiederverwertungsladen von vielen genutzt wird, konnte... Hat es gerade geklingelt? Nee, ich glaube nicht. Genutzt wird, konnten wir eine Menge Items hier im Laden sammeln. Dieser Service wird wie gewohnt weiterlaufen. Und jetzt, wo wir Project P starten, da fragt ihr euch sicher, wie das Project P dort hineinpasst. Ganz einfach, wir nutzen die gesammelten Items, um unerforschte Gebiete zu erkunden. Es gibt noch so viele Gebiete auf dieser Welt, die im Verborgenen liegen und bisher nicht erkundet wurden.
So viele geheime Schätze und herausfordernde Rätsel, die ihre Entdeckung harren. Also, lasst uns hinausziehen und sie ausfindig machen. Das ist der Sinn von Project P. Ah, das Streben nach Wissen. Und nach andauernder Erkundung. Wir werden schillernde Schätze und neue Erkundungsgebiete finden. Vielleicht. Und wenn ihr eure Entdeckungen mit zum Café bringt, wird sich das für euch lohnen. Und zwar dadurch, dass sich eure Konditionen im Wiederverwendungsladen verbessern. Auf diese Weise, auf diese Art, sollten wir es schaffen, die Menge an frischen Items im Wiederverwendungsladen hochzuhalten. Die Items, die wir im Wiederverwendungsladen anbieten, werden zunehmend toller. Was haltet ihr davon? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Verwendet die wiederverwerteten Items, um die Welt zu erkunden. Ist es nicht ein wundervolles Projekt für die Hoffnung und Träume? Ja, voller Hoffnung und Träume. Wow, genial. Oh, das klingt so wirtschaftlich. Ja. Wir haben bereits ein Erkundungsteam losgeschickt, um nach unentdeckten Gebieten zu forschen. Wir erwarten schon in Kürze erste Entdeckungen. Deswegen alle miteinander nutzt die Wiederverwertung jeden Tag ein bisschen mehr. Alle haben etwas davon. Lasst uns alle zusammenarbeiten und unentdeckte Gebiete finden. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Wow, grandios. Überflüssige Items wiederverwerten, sie tauschen, damit sie zu unglaublichen Schätzen werden. Und damit zu helfen, unentdeckte Gebiete zu erforschen. Oh ja, ich bin so aufgeregt. Aber wir sollten noch mehr wiederverwerten. Noch mehr? Wir haben nicht mal eine Sache wiederverwertet. Ich werde das auch, glaube ich, nicht nutzen eigentlich. Hatte ich jedenfalls nicht vor, weil ich meine Items lieber lager. Und dann, falls mir Geld für irgendwas Wichtiges fehlt oder so, hätte ich eher vorgehabt, das dann mitzunehmen. So, um ehrlich zu sein. Das dann zu verkaufen, meine ich. So, oh Gottchen. Was ist denn mit mir? Erstmal hier reingucken. Na, Kekleon, was hast du denn so Schönes? Nichts Wichtiges. Interessant. Dim, 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 Belebersamen. Holen wir uns den? Ja, wir holen uns den. Rosa und Royalgummi brauchen wir nicht unbedingt. Da ist Belebersamen schon etwas nützlicher. Na 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 na. Dim, 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 dim. Dün, 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 dün. Ich wollte immer noch dieses verdammte Top-Protein einsetzen. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Diesmal vergesse ich es hoffentlich nicht. So, Jobliste. Alles ausgeübt, alles wichtige. Wasserfallhöhle. Ja, alles ausgeübt. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg, um ein schönes Quapsel ins Team zu bekommen. Und natürlich die Jobs zu erledigen. Aber hauptsächlich auch, um Quapsel ins Team zu bekommen. Wasserfallhöhle. Yo. Erstmal anders hinsetzen. Und Mikrofon ein wenig richten. So. Wasserfallhöhle. Oh yeah. Heilsamen. Yeah. Ich hätte vielleicht vorher mein Poke lagern sollen. Yeah. Damn. Das ist, ja. Hätte ich machen können. Hätte ich machen können. Felino, hallo. Hallo. Voyager. Ich glaube, wir erkunden jetzt jede Ebene komplett. Erfüllt ihn. Ist schon mal ganz geil. Würde ich mich nicht beschweren drüber. Ja, damit wir vielleicht auch keinen Quapsel verpassen. Und vielleicht ja, ein paar gute Items finden noch, ne? Hier schon mal die Treppe, das ist gut zu wissen. Ja, Felino. Zack. Ich will ein Quapsel, ein Quapsel, ein Quapsel. Kein Loturzel, nein, ein Quapsel. Yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Dim, dim, dim. Yeah. Auch kein Schmerbe, Mensch. Quapsel! Nein! Manu. Quapsel! Quapsel, nein, nicht weglaufen. Ja, nice. Ah! Das kann ich wahrstellen, ey. Wieso kriegen wir es nicht hin, ein verdammtes Quapsel ins Team zu bekommen? Mann, es ist mir ein Rätsel. Es ist und bleibt ein Rätsel. Komm,
Da, Quapsel. Nice. Zack. Oh, Mann. Aha, ich bin Quapsel. Quapsel. Aber okay. Dann, wie es aussieht, noch nicht. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Vielleicht will mir das Spiel sagen, nein, du kriegst kein Quapsel. Du brauchst ein Knackleon. Ein Knackleon. Hallo, Gehweier. Ich fixiere mal eine andere Attacke, und zwar Rasierblatt. Ich stelle mich mal hier hin. Nicht, dass das, dass Riolu, also Dragon, gleich Quapsel angreift. Und dadurch die Chance geringer wird, dass wir Quapsel ins Team aufnehmen. Wäre nämlich nicht so vom Vorteil. Verdammt, Alter. Lockduft. Okay, das ist okay. Lockduft ist okay. Ich mach mal, ein Absorber, damit ich ein bisschen live regge. Ich hätte da schon ein bisschen Angst vor, das ganze Leben zu verlieren. Okay, nice. Wir haben den Genoven zerstört. Zerstört vor allem, ja. Besiegt. Und müssen jetzt versuchen, weiter dieses Quapsel ins Team zu bekommen. Ja, nicht indem wir schlafen. Schlafen bereits. Danke. Ich mach mal wieder einen Absorber. Komm, jetzt aber. Nein, Quapsel! Wie kann das denn sein, dass wir nie ein Quapsel ins Team bekommen? Es kann doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt wieder gleich viele. Nee, ich habe wieder einen mehr, ne? 3, 6, 8. Nein, ich will nicht reden. 3, 6, 7. Okay, das heißt. Gelbgummi für Dragon. Und ich will auf das Feld gehen. Damit wir nicht mehr... Ach doch, Lockduft hätte uns helfen können, Quapsel anzulocken. Verdammt. Oh, Mann. Geweiher. Spezialband. Spezialband brauchen wir jetzt nicht, aber das ist wahrscheinlich das Geweiher, ne? Nicht? Oh, okay. Hätte ich jetzt erwartet. Dann vielleicht das. Ja, das war's. Ja. Mann. Nice. Tangela. Aber kein... Quapsel? Nein, Schmerbe. Das war ein Schmerbe. Mensch. Zielebene leider noch nicht erreicht. Okay. Da war ein Lotozel. Und noch ein Lotozel. Mann, warum denn Lotozel? Muss das unbedingt Lotozel sein? Ich sollte mein Rasierblatt vielleicht aufsparen. Quapsel, Quapsel, Quapsel. Oh, kann nicht wahr sein, ey. Das kann einfach nicht wahr sein. Kraftband, das ist super. Kraftband. Ich will bitte Kraftband mir geben. Danke. Und Weißgummi für Dragon. In der Mitte ist doch sicherlich noch ein Raum, oder? Nicht? Okay. Wir haben auf jeden Fall Hunger. Weiterhin kein Quapsel gefunden. So, Turzel, hi. Na? Verlässt den Dungeon, ja. Und nein, wir möchten nicht weitermachen, ja. Nein, wir möchten den Dungeon nicht verlassen, ja, wir wollen fortsetzen, so. Essen wir mal einen großen Apfel. Danke. Magen ist ganz voll, nice. Belebersamen, oh nice, das ist schön. Belebersamen sammeln wir gerade einige. Also wir haben jetzt drei. Das heißt, ich glaube, wir kämpfen wieder gegen Welser. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Nicht gepackt, als wir das hier gemacht haben. Diesen Dungeon. Da ist noch ein Felino. Slimer, hey. Dein Ernst? Nö. Irgendwas wollte ich sagen. Das habe ich vergessen. Genau, da sind wir gestorben gegen das Welser. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen. Ich hoffe zumindest. Komm, oh, verdammt. Dafür will ich aber eigentlich meinen Absorber auf jeden Fall aufbewahren. Schon wieder nicht, Mann, was ist denn das? Quapsel, komm schon. Nee, gegen Kabuto setze ich doch lieber Absorber ein. Weil das schön Damage drückt. Okay, nochmal. Nein. Okay, Deckel. Ist das dein Ernst?
das dein Ernst? Das, ja, es hängt, es ist in der Falle. Okay. Wir haben, oh ja, wir haben kleinen Kieselhort, zum Glück, Alter. Okay, komm, ich hoffe, das reicht aus. Komm schon. Komm schon. Dein Ernst, wie viel Life hat das denn? Danke. Wir können die Frage Jahrebeere nicht aufsammeln. Scheiße. Ich glaube, dadurch packen wir die Mission nicht, oder? Ich hab nicht... Mann, ich habe jetzt nicht erwartet, dass dein Item fallen lässt. Shit. Okay, ich glaube... Nee, die Mission kriegen wir dadurch nicht hin. Mann, Slimer, nein. Ich glaube, wir haben sogar schon Slimer im Team, oder? Quapsel. Quapsel hat Dings aufgesammelt. Quapsel hat die Frage Jahrebeere aufgesammelt. Oh, wir müssen das Quapsel finden. Da ist es. Quapsel. Nein, shit. Nein! Dragon, warte mal. Nein! Oh, Dragon! Scheiße! Jetzt müssen wir hoffen, dass irgendwie noch ein Pokémon die Frage Jahrebeere aufsammelt. Und dass diesmal dann nicht auf dem Wasser ist. Scheiße, das kann nicht wahrstein, Alter. Komm, ich will diese Frage Jahrebeere haben. Nein. Tankiller, hallo? Wow. Komm, irgendwer muss diese Frage Jahrebeere doch aufsammeln. Gib mir die Poke. Nicht? Oh. Da war ein Quapsel. Da war ein Quapsel. Verdammtes Quapsel! Felino, hallo? Ja, Slimer ist egal. Tangela? Hallo? Komm, will nicht irgendwer die Frage Jahrebeere aufsammeln? Niemand? Echt nicht? Keiner? Kein einziger Mensch? Pokémon? Komm schon, irgendwer muss da doch lang rennen. Ich meine, wir sind sogar da in diese Ecke, wo eigentlich nicht mal irgendwie man drauf kommt, dass da irgendwer hinrennen würde. Wenn sogar da jemand aufsammelt. Warum dann nicht an diesem Fleckchen da? Was sogar noch sinnvoll wäre. Lang zu laufen, meine ich jetzt. Ah, komm schon, irgendwer muss doch... Komm, ich will jetzt entweder die Frage Jahrebeere oder ein Quapsel. Eins von beidem, komm schon. Gib mir. Okay, scheiße. Wir müssen anfangen abzuhauen. Ja, und einen Apfel einsetzen. Ja, wenn dieser Wind kommt, dann dürfen wir uns nicht mehr länger auf dieser Ebene aufhalten. Jedenfalls nicht viel länger, sonst werden wir rausgeschmissen. Sag ich mal. Was setzen wir ein? Ich glaube, wir fixieren Rasierblatt. Dürfte noch ein bisschen mehr Damage machen. Alter Vater. Okay, wir haben es geschafft. Wir wollen aber noch nicht raus, denn ich will eigentlich noch Quapsel haben. Wenn wir auf dieser Ebene kein Quapsel finden, dann ist es halt so, dann haben wir Pech. Dann müssen wir halt nochmal her. Ich will diesen verdammten Quapsel. Ich will nicht. Mann! Dein Ernst? So viele verdammte Pokémon wollen ins Team, ne? Nur kein Quapsel. Was ist das? Hat Quapsel über irgendwie keine Chance oder so ins Team zu kommen? Oder kommen zu wollen? Ha. Ist total abgefuckt. Geweiher gefangen, ja. Wir bekommen Orangegummi, das ist super. Azugummi, okay. 30 Jakunde-Rangpunkte. Nice. Wann bekommen wir denn den nächsten Rang? Weiße Gummi. 60 Jakunde-Rang. Oh, das ist schön, Alter. Das ist ordentlich. Ja, wir kriegen das. Die Mission von Kabuto.
nicht. Also, ja, die Belohnung davon nicht. Manno, Manno. Das ist echt kacke. Mein Kaffee ist auch leer. Oh, Mann, alles doof. Aufgestanden habt ihr, es ist morgen. Ja, wir wollen speichern. Zack.